So, Leute, wir sind hier gerade in der Runde und mir ist dieser komische Strich hier aufgefallen, der zu dem Portal hochführt und das ist mir sehr, sehr neu. Und auf dem Weg dorthin zeige ich noch einige neue Leaks, die jetzt hier gerade ganz aktuell rausgekommen sind und zwar neue Skin-Konzepte. Und Fortnite hat gerade wieder einen Skin geleakt, ganz blende ich euch jetzt mal ein. Und da gibt es auch was Interessantes zu sagen. Nicht nur, dass bei diesem Portal jetzt so ein Strich aufgetaucht ist, sondern auch, dass eben im Hintergrund so eine lilane Fläche ist. Und einige glauben jetzt, dass es angeblich der Kevin der Würfel sein soll. Dass wir wieder irgendwas mit Kevin dem Würfel erhalten. Kann man sehr, sehr vage sagen. Ich glaube persönlich nicht, dass Kevin der Würfel wieder zurückkommt. Weil wir hatten ja in Chapter 3, nee, Chapter 2 oder Chapter 3 hatten wir was mit Kevin dem Würfel. Und glaube ich nicht, dass schon wieder etwas mit Kevin dem Würfel rauskommt. Ja, noch dazu haben wir andere Sachen, Kleider, Backblings und so weiter. Dann haben wir auch noch einen upgedateten Skin und eine Kooperation, die möglicherweise reinkommt. Aber sehr, sehr interessant das Ganze. So, also ich wollte euch jetzt noch kurz das Portal zeigen, ob das nur letzte Runde war oder ob das immer so ist mit diesem. Ah, okay, das ist jetzt immer so, das ist aber neu, das war vorher nicht. Also gut analysiert. Ich bin gespannt, was in morgen noch passiert oder in den nächsten 2 Tagen. Da bin ich wirklich, wirklich gespannt. Ich hoffe, dass jetzt keine Gegner landen und wir keine Probleme haben, weil das Portal war ja zerstört. Aber wie es scheint, ist es jetzt nicht mehr zerstört, oder? Doch. Okay, also es ist noch immer zerstört. Nicht. Und es gibt auch komische Geräusche von sich. Okay. Also sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Genau, Leute, und dann würde ich sagen, das war's auch schon mit diesem kurzen Video. Sollten wir noch einen Win holen, der Runde cutte ich das selbstverständlich rein, würde ich sagen. Rein, euer Ciao.